Richard Gere feiert seinen 75. Geburtstag. Der Schauspieler kann dabei schon lange mehr vorweisen als seine Erfolge auf der Leinwand. Verführer, Sexsymbol, Mann mit den Gewissen etwas, und so weiter. Diesen Ruf hat der amerikanische Schauspieler Richard Gere, 75, seit Menschengedenken weg. Das liegt auch an seiner silbrigen Haarpracht, die ihn seit Jahrzehnten ziert, sagen wir, seit Pretty Woman. Das war 1990. Mittlerweile sind die Haare schlohweiß, doch das Gesicht ist immer noch schmal, ebenmäßig und, zumindest von weitem betrachtet, nicht von tiefen Furchen durchzogen wie bei anderen gleichaltrigen Männern. Das berühmte sanfte, manchmal auch verschmitzte Lächeln, das viele Millionen Frauen so lieben, hat er noch drauf. Warum auch nicht? Schließlich wird er 31. August erst 75, und das Leben hat es bis dahin mit ihm im Großen und Ganzen ziemlich gut gemeint. Außerdem kann einem Mann, dem alle Welt nachsagt, er sei einer der größten Frauenflüsterer oder Frauenversteher überhaupt, Schlimmeres widerfahren als dieser Ruf, den er sich redlich verdient hat. Hollywood-Star und Sexiest Man Alive. Seit Gere im Jahr 1980 in Ein Mann für gewisse Stunden einen schönen, noch nicht ergrauten, Edelcowboy spielte, riss die Liste dieser Rolle nicht ab. Es folgten Atemlos, 1983, Pretty Woman, 1990, Die Braut, die sich nicht traut, 1999, wieder mit Julia Roberts, Untreu, 2002, sowie die Musical-Verfilmung Chicago, 2002. 1999 wurde Richard Gere vom People Magazin zum Sexiest Man Alive gewählt. Auch in Deutschland hat der Star die Frauenwelt nachhaltig erobert. Eine Umfrage des Magazins Look von 2006 ergab, dass deutsche Frauen über 20 Richard Gere den meisten Sexappeal zuschreiben. Er rangierte damit auf Platz Nummer 1 vor dem 12 Jahre jüngeren George Clooney, 63, und dem 15 Jahre jüngeren Brad Pitt, 60. Die Liste seiner tatsächlichen Eroberungen und On-Off-Lieben ist ebenfalls beeindruckend. Hier werden Beziehungen zu den Schauspielerinnen Penelope Milford, 76, Duse Welt, 81, Carol Mallory, 82, Barbara Carrera, 78, Kim Basinger, 70, Priscilla Presley, 79, und Barbara Streisand, 82, nachgesagt. Außerdem soll er mit der brasilianischen Malerin Silvia Martins, 70, der Schmuckdesignerin Lore Rodkin, 75, und den Models Laura Bailey, Tina Chow, Dalila Di Lazzaro und Padma Lakshmi zumindest zeitweise liiert gewesen sein. Richard Gere ist zum dritten Mal verheiratet. Von 1991 bis 1995 war er mit dem Supermodel Cindy Crawford, 58, verheiratet. Ehefrau Nummer 2 war die Schauspielerin Carrie Lull, 2002 bis 2016, ein Sohn. 2018 heiratete er die spanische Publizistin und politische Aktivistin Alejandra Silva, 41, mit der er zwei Söhne hat. Der Altersunterschied von mehr als 30 Jahren ist für sie kein Problem. Er hat mir 20 gute Jahre versprochen. Er hat mehr Energie als ich, ist aktiver, es ist schwer, mitzuhalten. Als man ihn nach seinen Erfahrungen mit Frauen fragte, gab er 2017 dem Lufthansa-Magazin eine Antwort, die so gar nicht nach einem Lebemann klang. Ich weiß nicht, was Frauen denken, aber ich weiß, wie ich mich verhalten soll. Eine Beziehung ist kein Handel, wo jeder abwägt, was er dem anderen gibt. Echte Liebe verlangt Selbstlosigkeit, wie bei Müttern und ihren Kindern. Das ist nicht immer einfach, das gebe ich zu. Das ist die eine, die berühmte Seite des Richard Gere, über die andere schrieb die Süddeutsche Zeitung. Man mag es kaum glauben, aber auch Richard Gere ist nicht als souverän lächelnder Silberrücken auf die Welt gekommen. Er war nicht immer der unaufdringliche Schönling. Der 1949 in Philadelphia geborene Gere stammt aus einer traditionsreichen Familie, die auf die ersten Einwanderer in Amerika zurückgeht. Seine englischen Vorfahren sind 1620 mit der berühmten Mayflower an die Ostküste gelangt. Richard Gere versteht viel von Musik. Nach einem abgebrochenen Philosophiestudium wollte er sich eigentlich der Musik widmen, denn er hatte früh mehrere Instrumente, Klavier, Gitarre, Trompete und Schlagzeug, erlernt und auch für das Studententheater komponiert.
Gia ist ein durchaus versierter Musiker, der das Klavierthema in Pretty Woman und ein Gitarrensolo in Die Braut, die sich nicht traut, geschrieben hat. Und in Chicago glänzte er mit einer Gesangsparty. Der Hollywood-Star hat in seiner über 50-jährigen Karriere nicht nur den romantischen Schönling und Frauenliebhaber gespielt, sondern auch korrupte Polizisten, Internale FS, einen schmierigen Wall Street-Banker, Arbitrage, einen IRA-Aktivisten, der Schakal, CIA-Agenten, The Double, Eiskaltes Duell, oder einen Obdachlosen, Time Out auf mindestens. Die Rolle des Gordon Gekko im Film Wall Street hat er 1987 abgelehnt, was er später bereute. Im Broadway-Stück Ben hat er einen schwulen Häftling im KZ Dachau gespielt, dafür wurde er mit dem Theatre World Academy Award geehrt. Und im Film Norman verkörperte er sehr überzeugend den tragischen Absturz eines jüdischen Geschäftsmannes in New York City, für die Kritik war er damit Favorit für einen Oscar als bester Darsteller. Er hat ihn nie bekommen. Außer einem Golden Globe für seine Rolle in Chicago gingen alle gängigen Hollywood-Auszeichnungen an ihm vorbei. Von den Oscars ausgeschlossen. Nicht nur Richard Gere sieht sich seit vielen Jahren von den Oscars ausgeschlossen. 1993 war er gebeten worden, die Auszeichnung für das beste Szenenbild an Luciana Riggi und Ian Whittaker für Wiedersehen in Howards End zu überreichen. Gere hielt sich jedoch nicht an das Drehbuch, sondern nutzte die Bühne, um die chinesische Regierung für ihre Behandlung der Tibeter und des chinesischen Volkes zu kritisieren. Dieser Protokollbruch ließ die Verantwortlichen vor Wut schäumen und zog einen jahrzehntelangen Oscar-Bann für Gere nach sich. In einem Bericht von der Hollywood Reporter heißt es, dass Gere, der sich seit Jahrzehnten zum Buddhismus bekennt, ein persönlicher Freund des Dalai Lama ist und deswegen offizielles Einreiseverbot nach China hat. Seinen Preis für seine Meinung zahle, da Hollywood sich immer stärker an die autoritäre Supermacht heranschleicht und die Studios darauf achten, die Regierung, die den mittlerweile zweitgrößten Kinomarkt der Welt beaufsichtigt, nicht zu verärgern. Gere selbst wird so zitiert, es gibt definitiv Filme, in denen ich nicht mitspielen kann, weil die Chinesen sagen würden, nicht mit ihm. Vor kurzem hat mir jemand gesagt, er könne einen Film mit mir nicht finanzieren, weil das die Chinesen verärgern würde. So geht er seinen Weg ohne die großen Studios, seiner schauspielerischen Leistung und seinem Ansehen hat es nicht geschadet. Er prangert Unrecht an, wo er es sieht, auch mit dem selbstgewählten Ziel Mitgefühl zu spüren und Weisheit zu erlangen. Er versuche selbstlos zu sein und anderen zu helfen. Das gelingt mir nicht immer, also ist mein Minimalziel, dass ich niemandem wehtue. So ein Satz macht den berühmten Schönling zu einem wahrhaft schönen.